Ah gut, Ellen hat die gleiche Größe wie ich. Muss ich nicht mit der Technik spielen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Kati, 26 Jahre alt, habe im Herbst meine Magisterarbeit in Politikwissenschaft über das Thema Revolution geschrieben und vor 3 Tagen meine mündliche Abschlussprüfung in Geschichtswissenschaft erfolgreich abgelegt. So! Und in 2 Wochen folgen dann 2 weitere. Und dann bin ich endlich frei und fertig mit dem Studium. Frei. Und ich will diese Freiheit nutzen, mich weiter politisch zu engagieren, weil es meiner Generation eben nicht egal ist, was aus dieser Welt wird. Wir reisen und bilden uns auf der ganzen Welt. Wir kommunizieren und arbeiten, protestieren und musizieren rund um den Globus. Wir sind Globetrotter. Und wenn Freundinnen und ich in der Schulzeit jede sonnige Freistunde genutzt haben, um nach Dänemark zu fahren, also von Flensburg aus, dann haben wir uns das nicht bewusst gemacht. Wir haben uns noch nicht bewusst gemacht, dass wir gerade eine nationalstaatliche Grenze überschritten haben. Europa ist schon lange Lebenswirklichkeit der Menschen in Schleswig-Holstein, aber das muss auch endlich ankommen. Wir leben Freiheit, ohne es zu merken. Wir nehmen die Errungenschaften der Europäischen Union als selbstverständlich und atmen sie jeden Tag. Ich bin in Bad Segeberg geboren, in Flensburg zur Schule gegangen, habe in Kiel und Paris studiert und in und über Russland, Belarus und Bosnien geforscht. Bin innerhalb und außerhalb der EU gereist und jetzt will ich mich dafür stark machen, dass alle Menschen in Schleswig-Holstein Europa zu spüren bekommen und dass die junge Generation mit einem europäischen Selbstbewusstsein aufwächst und hier die Möglichkeit bekommt, ins Ausland zu gehen und zu studieren und dort zu arbeiten. Mit internationaler Frauenrechtspolitik für die Frauenhilfsorganisation Medica Mondiale bin ich meine ersten politischen Schritte gegangen. Danach habe ich mich dem Wahlkampfmarathon 2009 hingegeben, von der Landesgeschäftsstelle aus, und ihn mitgestaltet. Und seit dieser Zeit verstehe ich mich schon ein bisschen als ein Bindeglied zwischen den Grünen und der grünen Jugend. Und dieses Selbstverständnis, das würde ich gerne mitnehmen in die Landtagsfraktion. Zurzeit diskutiere ich in unserem grünen Parteirat und die letzten Jahre war ich Landesvorsitzende der grünen Jugend. Und ja, der eine oder andere mag das gemerkt haben, vielleicht ist die grüne Jugend manchmal etwas unkonventionell, ein bisschen unangepasst und unbequem, aber Politik soll doch auch ein bisschen Spaß machen, oder nicht? Und ja, ich begeistere mich. Die grüne Jugend, die begeistert mich. Die ganzen jungen Menschen hier, das ist das, was mich begeistert, mich motiviert, mich anfeuert und was mir Hoffnung gibt. Wir stehen für eine engagierte Jugend, die nicht länger will, dass nur über sie geredet wird und über ihre Köpfe hinweg. Wir stehen für eine Jugend, die will, dass mit uns gesprochen wird. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich habe eine ziemlich deutliche Vorstellung von der Welt, in der ich leben möchte. Und ich finde, wenn man Ansprüche stellt, dann sollte man auch den Mut besitzen, Verantwortung zu tragen. Liebe Freunde und Freunde, das ist meine Motivation. Mit den Europa-Verhandlungen ist es ein bisschen wie mit dem Liebesspiel der Elefanten. Alles spielt sich auf hoher Ebene ab, wirbelt viel Staub auf und es dauert sehr lange, bis dann mal was passiert. Willy Brandt spricht aus, was jetzt mal abseits der schmusenden Elefanten viele gestern wie heute an Brüssel kritisieren. Und dieser Eindruck kommt ja nicht von ungefähr. Exklusivität, Komplexität, langwierige Prozesse. Es gibt Menschen, die Europa so für sich übersetzen. Aber was bedeutet das für uns in Schleswig-Holstein? Ich sag euch, was das bedeutet. Das bedeutet, dass es Handlungsbedarf gibt. Erstens, Teilhabe schaffen statt Exklusivität. Aus dem europäischen Eliteprojekt muss endlich ein Europa der Menschen werden. Wir sind Europa und das können wir vom Landtag aus anstoßen, das können wir transportieren und das will ich tun. Ich sage uns, lasst uns Europa von unten nach oben denken. Zweitens, wir dürfen nicht zulassen, dass der Staub uns die Sicht nimmt, es drängt. Wir brauchen ein Europa der Transparenz. Ich denke, da sind wir uns einig. Drittens, nicht abwarten und dann mitschwimmen, wenn das schwerfällige Getriebe der Bürokratie in Brüssel sich endlich mal dreht. Europa ist doch nichts, was wir über uns ergehen lassen sollten. Europa ist eine Idee, die wir von hier aus mit antreiben. Die Staatsschulden- und Bankenkrise stellt uns vor die Frage der Solidarität in Europa. Europa wird zerfallen, wenn die Schuldenkrise zur grundsätzlichen Vertrauenskrise wird.
Europa hat mehr zu verteidigen als die gemeinsamen Märkte, aber diese sind eben die Voraussetzung dafür, dass wir die Vertrauenskrise insgesamt überwinden und uns nicht entsolidarisieren. Denn wenn das passiert, dann scheitern wir an allen Fronten. Die Eurokrise stürzt uns aber auch in eine andere Art Vertrauenskrise, abseits von Banken und Märkten, in eine Vertrauenskrise der Menschen. Und hier beginne ich mir als überzeugte Europäerin ernsthaft Sorgen zu machen. Eine Vertrauenskrise, weil Hinterzimmerpolitik nämlich undemokratisch ist, weil die Geschwindigkeit der Entscheidungsprozesse in Brüssel uns jede demokratische Kontrolle raubt. Und da schlägt dann die große Sternstunde für alle Rechtspopulistinnen in Europa. Europa ist in Gefahr. Denn da, wo Menschen verunsichert sind, glauben viele denen, die die Welt möglichst leicht erklären, sich hinter Vorurteilen verstecken, Parolen nach außen brüllen und von der europäischen Idee entfremden. Und wenn der Krisendruck zur Fremdenfeindlichkeit ausufert, dann wiederholt sich Geschichte. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, das weitgehender ist als die Bankenkrise, denn Hass und Vorurteile sind schwerer zu bekämpfen als Staatsschulden, liebe Freundinnen und Freunde. Rechtspopulismus zeigt sein Gesicht heute überall in Europa in Gestalt von Islamophobie wie Minarettverbot in der Schweiz, in den Anschlägen von Oslo und Utøya und in der Roma-Verfolgung in Ungarn. Und das ist nicht das Europa, das ich will. Ich will ein Europa der offenen Grenzen, der Toleranz, ein Europa, das Menschenrechte nicht sanktioniert, sondern das offen ist für Menschen, die hier Schutz suchen. Deshalb sage ich nieder mit den Grenzen in Europa, aber auch nieder mit den Mauern in den Köpfen, weg mit der menschenverachtenden Asyl- und Flüchtlingspolitik an den europäischen Außengrenzen, weg mit Frontex und Schluss mit Rückführung in Krisengebiete und der Abschiebung von Flüchtlingen. Wir haben viele Flüchtlinge in Schleswig-Holstein und für die sind genau diese Aspekte entscheidend. Und ich verstehe mich auch als eine Anwältin für die Menschen, die bereits hier vor Ort sind, Schutz suchen und lange Wege hinter sich gebracht haben. Ein anderes Thema, das mir unter den Fingernägeln brennt, das Thema Menschenhandel, also Frauenhandel und Arbeitsausbeutung. Ich möchte gerne an Luises Arbeit in der Arbeitsgruppe Zivile Sicherheit der Ostseeparlamentarierkonferenz zum Thema Menschenhandel anknüpfen. Mit der Beendung der Working Group ist der Arbeitsauftrag für Schleswig-Holstein klar. Und das Thema ist jetzt endlich bei uns auf der Agenda. Es ist dringend notwendig, einen Aktionsplan gegen Menschenhandel in Schleswig-Holstein ins Leben zu rufen und die Europaratskonvention von 2005 in Deutschland umzusetzen. Und das kann man durch eine Bundesratsinitiative von Schleswig-Holstein aus durchaus anstoßen. Wenn wir in die Länder unserer europäischen Nachbarschaft schauen, wie Weißrussland und die Russische Föderation, dann sehen wir dort Menschen, die auf die Straße gehen und für ihre Freiheit kämpfen. Schleswig-Holstein begegnet den Regierungen dieser Menschen in der Ostsee-Kooperation. Die Menschen in unserer europäischen Nachbarschaft stehen mit dem Rücken an der Wand, werden in Massen ins Gefängnis geschmissen, sie werden mundtot gemacht, eingeschüchtert, wenn sie es wagen, freie Wahlen und faire Wahlen zu fordern und für ihre Bürgerrechte in ihrem Land einzutreten. Und damit muss Schluss sein. Und ich weiß das, weil ich mit ihnen gesprochen habe, in Minsk, in Kaliningrad, mit ehemaligen politischen Häftlingen. Sie brauchen unsere Unterstützung und wir können sie über die Ostsee-Parlamentarierkonferenz geben, sie erreichen, wenn wir nicht wegschauen. Brücken bauen, das ist die Devise, also her mit Visaerleichterung in der europäischen Nachbarschaft, her mit zivilgesellschaftlichem Dialog. Wir wollen ein Europa der Menschen und nur über die europäische Öffentlichkeit ist das erreichbar. Also lasst uns die Wege dafür pflastern. Liebe Freundinnen, ihr merkt, mein europapolitischer Schwerpunkt ist die Menschenrechtspolitik. Aber klar, eine gute Europapolitik braucht auch eine verantwortungsvolle Finanz- und Strukturpolitik, den zivilgesellschaftlichen Dialog über die Bildungs- und Kulturarbeit, den konsequenten Ausbau der Ost- und Nordsee-Kooperation. All das sind Projekte, die wir mit einer starken grünen Fraktion umsetzen können. Für diese Bereiche möchte ich künftig streiten. Die Welt ist in Bewegung, Europa im Umbruch und Schleswig-Holstein steht hoffentlich kurz vor einem politischen Wechsel. Ich bin schleswig-holsteinische Europäerin. Aus Leidenschaft und Überzeugung und mit Herz. Und weil die Probleme so groß geworden sind, dass wir sie im engen Korsett des Nationalstaates eben nicht mehr lösen können. Europa muss sich ändern, um zu bleiben. Und daran möchte ich aus Schleswig-Holstein, in Schleswig-Holstein mitarbeiten. Ich bringe mit Wahlkampferfahrung, frischen Wind und die ganze GIJ in meinem Rücken. Und was ich will... Was ich wirklich will, ist
ein bisschen Europa-Spirit in den Landtag bringen. Und deswegen bitte ich um euer Vertrauen und danke euch für die Aufmerksamkeit. Beide Fragen richten sich an Kathi. Liebe Katharina, die eine kommt von Ulrich Hühn. Möchtest du im Landtag Initiativen zum Grundeinkommen ergreifen, liebe Kathi? Die zweite Frage kommt von Arst Wagner. Liebe Kathi, wie stellst du dir eine intensivere Verankerung der Bildung im Hinblick auf die Europapolitik vor? Hey, 3 Minuten. Ihr wisst, ich kann mich immer ganz gut kurz halten. Nein, Scherz. Okay, also das BGE. Ja, ich bin eine Vertreterin des bedingungslosen Grundeinkommens und ich finde, es muss eine Abkopplung geben von Arbeit und Erwerbsarbeit. Und wenn man da Initiativen geben kann, dann würde ich das gerne tun. Und vor allen Dingen finde ich die Idee gut, in einer Kommune anzufangen, sich ein Modellprojekt auszusuchen. Und die Vision finde ich fantastisch. Ich weiß aber auch, wir haben viel diskutiert in der GJ in den letzten Monaten darüber, dass es unterschiedliche Finanz- und Steuerkonzepte dahinter gibt, dass da einfach viele Dinge nicht geklärt sind. Und ich finde, wir nehmen die Vision, entwickeln sie weiter und setzen sie aber bitte auch in die Tat um. Und dann können wir auch erstmal schauen, was in Brasilien jetzt passiert, denn die sind da ja schon die ersten Schritte gegangen. Dann die zweite Frage, genau, wie bringe ich Europabewusstsein in die Bildung, war das, ne? Genau. Also erstmal finde ich, da könnte man jetzt erstmal an Schule denken, aber das geht sozusagen in alle Richtungen. Europabewusstsein kann schon in der Kita anfangen. Anke und ich haben uns tolle Kindergärten angeschaut in den letzten Monaten, die teilweise eben schon mit den kleinen Demokratie üben und plakativ die Welt beschreiben. Und man kann Kindern das beschreiben. Wenn du ihnen sagst, auf der anderen Seite der Ostsee sind noch andere Länder, die mit anderen Blickwinkeln auf genau dieses Meer schauen und die dem einen anderen Namen geben, dann finden sie den Bezug. Klar, das ist eine Nachbarschaft. Das ist das Wichtige, zeigt den Kindern, wir haben hier Nachbarn. Erstens, Schule, es gibt Europaschulen, ich war in Europaschulen, als wir den Europawahlkampf gemacht haben in der LGS und habe versucht, da Projekte umzusetzen und ich sage euch ehrlich, das war schwer. Es war schwer, selbst für mich sozusagen als junger Mensch, der die gleiche Sprache spricht, dann die Leute dafür Politik zu aktivieren. Und wir haben das aber nicht aus dem Blick gelassen, sondern in einer Schule haben wir jetzt konkret auch angedacht, dass wir im März, Februar, März, also im Frühjahr auf jeden Fall versuchen, ein Projekt auf die Beine zu stellen, das sich gegen rechts setzt, das gegen Rechtspopulismus ist und gleichzeitig den Europagedanken mit reinspielt. Das kann man also machen und wir können auch an die Schulen gehen und da was zeigen. Hochschulpolitik ist es aber auch. Also ich bin so ein bisschen der lebendige Beweis dafür, arbeite seit einigen Jahren beteilige mich an dem sogenannten STUB-Projekt der Politikwissenschaft. Das ist ein Austauschprogramm mit belarussischen Studierenden. Und da gibt es eine ganz tolle Wechselbeziehung und das ist eine wahnsinnig tolle Community entstanden. Und ihr sagt mir Bescheid, wenn die 3 Minuten um sind, dann höre ich nämlich nicht auf zu reden. 30 Sekunden hast du noch. Okay. Genau, also ne? Städtepartnerschaften, zivilgesellschaftlicher Austausch, die sogenannte Culture Diplomacy, man kann da viel tun, ich habe viele Ideen und Ansätze und ja, gebt mir ein Go, dann mache ich das.